Hallo Leute, ich bin's nochmal, bin wieder da. Und heute mache ich noch einen Custom Shop, der an den Custom Shop, den ich davor gemacht habe, anschließen soll. Also hier hätten wir mal die Figuren. Also das sind sie nun. Wenn ihr das letzte Custom Shop hier gesehen habt, werdet ihr euch sicher, oder vielleicht auch nicht, an diesen hier erinnern, an den Scout. Okay, die stehen in diesem Video zum Angebot. Und ja, es gibt, bis auf den, die sind ja alle neu. Diesen hier. Und der Rest, den habe ich so gemacht. Den habe ich gestern gemacht. Den hier habe ich auch gestern gemacht. Ja, und wie das alles abläuft, habe ich euch schon im letzten Video erzählt, aber ich erzählt euch in diesem Video am Ende nochmal. Also mit denen hier fange ich an. Das ist ein RAF Trooper. Der kommt im Film The Clone Wars vor. Sonst kann ich mich, glaube ich, nicht erinnern, dass er in den Staffeln 1 bis 3 vorgekommen ist. Die habe ich nämlich auf DVD. Und ja, also es gibt ja ein paar Accessoires, die es von den Sets der vierten Staffel anscheinend schon fixen Teil dabei ist. Was hier aber nicht so ist, weil bei uns ist die vierte Staffel noch nicht draußen, so gibt es noch keine Lego-Sets. Also, ja. Na, aber ist egal. Also diesen hier, den habe ich aus einem RAF-Trooper gemacht. Den kann man aus dem Speeder-Pack, wo sie grün sind, sondern kann man nehmen. Oder man kann den aus dem ARC Trooper, ein Commando Droid Battle Pack. Da ist einen rot dabei, den kann man auch benutzen. Ich habe einen rot genommen. Hier hat er die ganzen Abzeichen. Alles doch rot, das sieht man noch. Hier auch. Und wo ist er? Hier auch. Ja, wenn ihr den haben wollt, müsst ihr mir einfach irgendeinen RAF-Trooper schicken. Rot oder grün, das ist egal. Nur grün macht sich halt leichter. Aber es macht eigentlich keinen Unterschied. Wenn ihr haben wollt, mache ich ihn euch. Und ja, ihr habt ein ganz normales Klongesicht. Und diesen hier, den habe ich jetzt keine Waffe gegeben, weil, ganz ehrlich gesagt, ich habe vergessen, ihm eine Waffe zu geben. Und ja, wenn ihr eine Waffe haben wollt, einfach mitschicken. Das kostet euch nichts. Und ja, das war mal der Wald Scout. So, dann hätten wir eine Galactic Marine. Wie ich jetzt gerade sicher aufgefallen ist, wenn ihr andere Custom Videos gesehen habt, also Custom Shop Videos gesehen habt, ist der anders gestaltet. Denn der hat hier, eigentlich haben die weiße Rucksäcke, bei mir haben sie ja ebenfalls rote. Und die Tücher da vorne könnt ihr gelb oder weiß haben. Diesen hier habe ich gelb gemacht, weil ich finde, gelb schaut da irgendwie besser aus. Dann habe ich ihn hier. Das ist ein, das, wenn ihr diese Torsos habt, müsst ihr sie nicht nehmen. Ihr könnt auch ganz einfach einen Schneetruppenanzug mitschicken. Die male ich euch dann entsprechend an. Aber wenn ihr so einen habt, könnt ihr so einen mitschicken. Dann dieses hier, dieses Cape, also nein, eigentlich kein Cape, dieses Abzeichentuch-Dings, das gibt's nicht. Das habe ich nämlich nur ein einziges Mal. Das müsst ihr halt ohne dem. Ich zeige euch mal wieder, wie es ohne dem aussieht. Ja, wie übel, ich könnte den auch mit ganz normaler Waffe mitschicken. Würde ich eigentlich auch machen, weil der hat einen, den habe ich hier in meiner Fassung hat der einen Raketenwerfer. Da würde ich den Teil nicht mitschicken, weil das schafft eigentlich jeder Idiot. Die werden so aufgebaut. Die Teile braucht man. Zuerst schickt man diesen blauen Lichtkegel da so rein, wo es dann abgefangen wird. Das kann nicht mehr zurück. Schiebt ihr von da hinten so ein Teil rein, diese Griffzange. Und dann die restlichen schwarzen Dinger schiebt man auch, wie das da, einfach dann da so drauf. Und dann gibt es noch diesen hier. Den Klon von der 501. Mit einem
Thermovisier. Das sind diese grünen Visiere. Und ja, blauen Markierungen, die sich hier hinten fortsetzen. Und ja, das wäre mal. Als Waffe hatte diesen hier, diesen MP-Werfer. Das ist ein MP-Werfer, der schießt viele Raketen einfach so ab, ohne dass man nachladen muss. Einfach so, wie eine ganz normale Pistole. Ja, könnt auch die ganz normale Waffe bestellen. Und unter den Helm sieht es so aus. Habe hier grün mit Edding angemalt. Hinten hat er ein ganz normales, klassisches, gelbes Leo-Gesicht. Ja, wenn man das, also wenn man den Helm dann so draufsetzt, sieht es aus, als hätte er ein grünes Visier. Wie schon gesagt, das sind die alten, die ich irgendwie besser finde, die alten Klone der Phase 2 Rüstungen. Ja, weil die vierte Stachelspunze noch nicht draußen ist. Dann hätten wir hier noch diesen hier, den habe ich ja schon im letzten Video gezeigt. Da oben. Abzeichen, hier, hier und hier. Das spezielle Gewehr. Spezielle Rüstung. Und dann gibt es noch einen Fakt, den habe ich mir schon sehr lang gemacht. Das habe ich vergessen zu zeigen. Wenn man den Helm so abnimmt, wie ihr wisst ja, bei den Spieltruppen ist ja dann da so ein Loch. Und bei dem ist sein Kopf schwarz, aber wenn man ihn umdreht, kommt das Gesicht von einem der neuen Sturmtruppen zum Vorschein. Ja, wenn ihr so einen haben wollt mit Sturmtruppengesicht, müsst ihr ihn halt mit Sturmtruppengesicht mitliefern, wenn nicht, halt einen ganz normalen schwarzen Kopf. Das kostet euch nichts. Und zu guter Letzt hätten wir noch die Klonschütze. Das sind manchmal auch Leutnanten. Also, oder wie sie im Englischen sagen, Left Hands. Hat auch einen, der hat einen Sturmtruppenkörper. Ach übrigens, das wollte ich auch sagen. Viele meiner Customs haben Sturmtruppenrüstungen. Für mich besteht da eigentlich gar kein Unterschied, weil sind ja eigentlich alles noch Klone und Rüstung finde ich ist Rüstung. Aber wenn ihr keine Sturmtruppenrüstung haben wollt und Klonrüstung, dann müssen wir das auch schreiben und mir das halt einfach mitschicken. Also diese Extrawürste und diese ganzen Spezialwünsche, die kosten euch in so einem Rahmen überhaupt nichts. Ja, das ist dann hier der Kopf, also der Helm. Der kommt in der dritten Episode vor. Da klärt er gerade mit Cody den Tod von Obi-Wan Kenobi auf. Der war auch der Vorbild für die Minifigur. Ja, hat Scharfschützengewehr. Und da so ein orangenes Abzeichen. Und ja, so viel zu diesem hier. Ach ja, das wollte ich euch auch sagen. Ihr könnt die Klonen in allerlei Farben bestellen. Ihr müsst mir nur schreiben, in welcher Farbe. Den gibt es in Orange nur so. In Blau, Grün, Rot gibt es ihn so ähnlich mit da die auch die Farben da. Da hat dann kriegt er aber da dieses Schwertabzeichen mit den roten Kreis mit dem Schwert, was der Klonkommando Neo hat. Und da oben halt auch. Nur halt in Grün, Blau. Wohl in Grün könnte noch eine Tarnfarben haben. So wie diesen hier. Also, ja. Schreibt mir einfach in welcher Farbe und wie die Muster aussehen sollen. Weil ihr könnt den Grünen auch einfach so Schwertmuster, Grün stellen. Da werden dann auch statt diesen orangenen Farben hergeben. Es geht natürlich auch in Gelb, in Braun. Ihr könnt mir allerlei Farben schicken, die ihr kennt. Bis auf Türkis. Obwohl, Türkis könnte mir auch geben. Brauche ich halt nur die entsprechenden Addings. Die habe ich nämlich nicht. Ich habe nämlich nicht so viele farbenfrohe Addings. Ja, also nochmal. Das sind die Klone, die ich verkaufe.
Und wie auch schon bei der Scharfschütze, bei der Klonschütze hier gesagt, ihr könnt sie wirklich alle Farben bestellen. Ihr könnt den Marine auch in Blau, alles was rot ist, blau oder alles schwarz ist, auch rot. Dann habt ihr einen ganz roten. Oder den könnt ihr auch in Blau. Den zum Beispiel auch. Aber ich persönlich finde, ich will zwar keine Partei ergreifen, aber der sieht so irgendwie schon ziemlich gut aus. Und den hier könnt ihr auch in Rot haben. Ja, in aller Farben wirklich. Und wenn ihr wie die Schütze so eine Art, also so ein Abzeichen haben wollt, hier, es kostet wirklich gar nichts. Die Zusatz, also die Extras, die Waffen, also die Waffen zum Beispiel, da müssten wir einfach auch zum Beispiel beim MP-Werfer die entsprechenden Teile mitschicken. Das besteht so. Guckt euch das Video halt öfter an. Dann könnt ihr schon herausfinden, in welchen Teil, und wenn nicht, baut euch einfach selber ein und schickt mir keine Waffe mit oder schickt mir eine ganz normale Waffe mit. Und ja, die Bezahlung ist eine Lego Star Wars Figur oder eine Lego Harry Potter Figur und natürlich der Versand und Rückversand. Über den, bei dem müsst ihr euch kümmern. Um den kümmere ich mich nicht. Ihr müsst also den Versand hinschicken, dann das Versandgeld in das Briefkuvert schicken, reintun und dann bezahle ich den Rückversand. Aber bitte Leute, vergesst nicht das Versandgeld. Ihr kriegt die Klone sonst nicht mehr zurück. Und obwohl es mir eigentlich egal ist, dann habe ich ganz normale weiße Klone. Die fehlen mir nämlich, weil wenn man so herumkostümiert, dann gehen dann langsam die Klone aus. Und zum Spielen oder zum Filmen, von Filmen, dann haben wir nur noch Commander und Generäle, aber überhaupt keine normalen Klone, die nun unterstellt sind. Aber das ist jetzt egal. Und wenn ihr es nämlich vergesst, dann behalte ich die. Und dann habe ich aber wirklich schlechtes Gewissen, weil ihr die Klone irgendwie nicht zurückbekommt. Und also bitte, bitte vergesst nicht das Versandgeld. Okay. Ja. Wenn ihr schafft, kennt ihr das Lego Harry Potter Set Aragog im Verbotenen Wald? Wenn ihr es habt und ihr braucht die Figuren von Ron und Harry nicht mehr, da hat Ron so eine karierte schwarze Jacke an und Harry eine blaue Weste zugeknüpft. Wenn ihr die Figuren habt, ihr könnt mir von mir aus nur die Torso schicken, dann kriegt ihr drei Klone. Dann könnt ihr drei Klone reintun und ja. Auch für einen Torso, wenn ihr einen von diesen habt. Aber das machen wir uns ausweichen, weil sonst kann ja passieren, dass ich dann die ganze Zeit nur den Jumper krieg, also den schwarzen vom Ron, aber sonst überhaupt nichts vom Harry. Und das machen wir uns über die Kommentare aus. Da tauschen wir die Adressen aus, hin und zurück schicken. Und ja, bitte schreibt Kommentare, wie dieses Video findet und das vorige Video auch. Und wenn ihr interessiert seid, machen wir das, wie davor schon gesagt, in den Kommentaren aus. Und ja. Tschüss, aber falls ihr noch interessiert, ich filme heute in einem Wald. Aber ich glaube, dass das euch nicht interessiert. Okay, also dann tschüss, ich hoffe, wir schreiben uns bald. Und ja, jetzt muss ich endgültig Schluss machen. Tschüssi.